Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK, hier auf dem Kanal. Wir sind bereit zum Taming. Wir werden uns heute einen Megalodon zähmen und einen Anglerfisch. Ich habe hier ja von beiden schon hochlevelige gesehen in der Nähe. Wir gucken uns hier mal um. Wir machen das allerdings mit der Barbara und nicht mit der Waldtraut, weil die Barbara ist ein bisschen agiler unter Wasser. Und vor allem können wir auf der Barbara unsere Armbrust benutzen. Also allgemein Waffen benutzen, nicht nur die Armbrust. Und das, da können wir, den Hai können wir facetanken, dem Angler können wir relativ leicht hinterher schwimmen, weil, haben wir ja schon gesehen, wenn wir die angreifen, dann verpissen die sich und schwimmen weg. Feiglinge. Alles jämmerliche Feiglinge, sag ich euch. Ich habe schon in der Dschungelbase, ich habe übrigens Dschungel jetzt richtig geschrieben. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Megalodon-Sattel. Angler haben keinen Sattel. Die sind die Unterwasserwölfe. Die kann man komplett ohne Sattel reiten. Schwupp, schwupp, unsere Tauchausrüstung habe ich auch repariert. Wupp dich, schwupp dich. So. Der 150er Megalodon, der war auch irgendwie so ein bisschen weiß. Der kam uns dann irgendwann hier vorne entgegen. Ich hoffe halt, dass die hier noch sind und ich hoffe nicht, dass keine Alphas irgendwo nachgespawnt sind. Nicht, weil ich Schiss vor den Alphas habe, sondern weil ich keine Lust auf die Alphas habe. Ein 25er. Kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mantas, da vorne ist der Basilo. Da ist noch ein Manta. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch weiter raus war oder einfach noch weiter in die Richtung, wo ich jetzt schwimme. Also weiter raus meine ich weiter weg von der Klippe hier, von der Unterwasserklippe. Ich meine, immerhin haben wir die Hai-Population ganz gut ausgedünnt hier. Und nachgespawnt ist auch noch nicht viel. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den Server halt nicht 24/7 laufen lasse. Weil ich die ganze Nachfarmerei vom Fleisch dann teilweise oder überhaupt das Nachfarmen... da ist er doch. Zeitlich gar nicht wirklich stemmen könnte. Wie machen wir es? Ich glaube, ich locke ihn ein bisschen hinten zu unserer Wasserbase. Bist ein bisschen angeschlagen, mein Bester. Du bist ein bisschen angeschlagen. Bin ich ohne... Ich kann auch ohne Beschleunigen schwimmen und bin schneller als der Hai. Ich lass mich mal einmal beißen, nicht, dass der Aggro verliert. So. Na Gott, die Ichthyorne stören halt ein bisschen. Aber halt auch wirklich nur ein bisschen. Und ich will jetzt halt nicht wild um mich beißen, weil der Hai eh schon Schaden gekriegt hat. Wie sind eigentlich die Werte? Ja, durchschnittlich. Schadenswert ist ein bisschen, Lebenswert ist ein bisschen niedrig. Zum Glück ist der Sauerstoffwert niedrig, der ist nämlich beim Hai egal. Ah, ich habe halt nicht so einen guten AOE mit dem Baryonyx. Ich habe gerade versucht, die Ichthys zu hauen. Mit dem Basilo hätte es vielleicht geklappt, mit dem Baryonyx nicht so. Aber ich denke, ich werde die Ichthys zwangsläufig... Ah, sehr gut, die haben abgelassen. Das finde ich ja cool. Dann ziehen wir jetzt einfach... Da kommt der nächste. Dann ziehen wir jetzt einfach den Hai ein bisschen zu unserer Base. Zu unserer Wasserbase. Ey, Hai. Aha.
Hey yo, listen. Hallo, hier bin ich. Ah ja, ich wollte gerade sagen, hier ist dein Bait. Bitte kommen Sie. Ich hätte ihn jetzt auch draußen also da hinten tamen können, wo wir ihn gefunden haben. Dann hätte ich aber zurückschwimmen müssen, das Fleisch holen müssen. Ich meine, wäre auch egal gewesen, weil Fleisch habe ich aus der Dschungelbase auch ein bisschen Hammelfleisch noch geholt, ein bisschen Matten. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Ich glaube, der Hai braucht Stego-Kibbel. Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Kibbel, was ich entweder nicht habe oder wo ich keine Lust hatte, mich drum zu kümmern. So! Und wir facetanken den Hai jetzt einfach. Ganz schmerzfrei. Topo hast du? 7000. Da habe ich ja fast Angst, dass da er schon angekratzt ist. Aber gut, wir machen 58 Schaden. Ich glaube nicht, dass wir ihm 2000 Leben abziehen, bis er getamed ist. Ich glaube, ist das unser erster Face-Tank-Tame? Ich weiß gar nicht genau. Und ihr seht, der Hai hat auch einen Kopfmultiplikator. Ja, guck mal, das geht easy. Nur vielleicht auch nicht ganz unten irgendwie, also dass er uns runterdrängt. Das ist ja noch nicht die. Hier wäre halt ziemlich nice, wenn er hier down gehen würde. Ich probiere halt immer auch ein bisschen drauf zu achten, wo sie down gehen würde. Also er fällt nicht zum Boden. Das klang jetzt so, als würde er wie ein Vogel aus der Luft zu Boden sinken. Tut er nicht. Er bleibt auf der Höhe. Holy crap. Oh. Er bleibt auf der Höhe. Ja, weiß ich nicht, liegen, wo er betäubt wird. Wir müssen halt auch aufpassen, er wird da halt irgendwann anfangen zu flüchten. Da müssen wir hinterher schwimmen. Deswegen ist das sowieso ohne Gehege immer so ein bisschen schwierig, das Ganze zu steuern. Jetzt flüchtet er zum Beispiel. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Pfeile nachbauen. Schwimmt aber halt exakt in die richtige Richtung. Jetzt nicht mehr so. Ist echt angeschlagen. Der müsste jetzt eigentlich reichen. Nein! Oh, jetzt habe ich ihn nochmal getroffen. Hundertprozentig habe ich ihn jetzt nochmal getroffen. Oder habe ich ihn getötet? Ich habe ihn 100 pro nochmal getroffen. Ich will eigentlich gar kein Fleisch holen, um es auszuprobieren, um ehrlich zu sein, weil ich habe ihn hundertprozentig nochmal getroffen, nachdem er bewusstlos war. Junge! Ich finde die Delfine ja super, die Ichthyos, aber ohne Witz. Ihre Neugier geht mir echt ein bisschen auf die Nerven. Da kommt der nächste an. Also, ich gehe ein bisschen Fleisch holen. Ich gucke, ob ich ihn getroffen habe. Wenn ich ihn getroffen haben sollte noch, dann... Also man kann das dann... ist mit Arbeit verbunden, beziehungsweise mit Zeitaufwand. Man kann das ausbügeln, indem man einfach indem man ihn einfach wieder aufwachen lässt und dann nochmal betäubt. Allerdings hat er für nochmaliges Betäuben wahrscheinlich nicht mehr genug Leben, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ich port mich nach oben, ich bin faul geworden. Aber wenn man einen Dino hat, wie viele Matten braucht er theoretisch? Ich weiß gar nicht. 20 sollten für einen 150er Hai eigentlich reichen. Ich habe gerade mein Handy nicht hier, um in die Dododex-App zu gucken. So. Geht weg. Zum Glück haben wir hier gefahrenmäßig soweit alles ausgedünnt. Ich gucke jetzt mal, ich schiebe ihm mal Fleisch rein. Ich hoffe, er ist schon soweit, dass er das erste Mal isst. Gib mir mal erstmal nur ein Stack. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe ihn getroffen. Ich zähme ihn trotzdem. 11%, das heißt, er braucht 10 Matten. Ich zähme ihn trotzdem. Das Matten hält sich hier eine Stunde, das reicht dicke. Ich habe jetzt keine Lust, also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust und keine Zeit, ihn aufwachen zu lassen und dann nochmal zu tamen. Er wird dann halt ein paar mehr Level verlieren. Ich gucke dann einfach, dass ich im Zweifel beim Weibchen alles richtig mache. Beziehungsweise besser aufpasse. Was unterm Strich ja aufs Gleiche rauskommt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Hai gezähmt ist, wenn er einen Sattel hat. Und dann ziehen wir mal ein bisschen mit dem Hai durch die Lande. Wobei wir können jetzt eigentlich, während der Hai tamed... Ich meine, hier passiert dem Hai ja nichts. Mache ich überhaupt keinen Schnitt. Den Hai lasse ich Hai sein. Sollen die Ichthys sich den angucken? Die beißen ja nicht, die machen nichts. Hier ist nichts Böses. Zumindest habe ich nichts Böses in der Nähe gesehen. Deshalb gehen wir jetzt direkt auf Suche nach dem Angler. Ich weiß nicht, ob das auch ein 150er war oder ein 145er. Auf jeden Fall auch recht hochlevelig. Da wird halt das Problem, dass er, wie gesagt, wegschwimmt. Und ich weiß auch nicht genau, ob die 20 Pfeile, die ich noch habe, reichen. Für den brauchen wir allerdings Narkomittel, die ich wahrscheinlich dabei habe, wie ich mich kenne. Ne, die ich nicht dabei habe, okay. Egal. Die kann ich ja dann holen. Ist ja nicht so, dass der innerhalb von 5 Sekunden aufwacht. Ein bisschen Zeit haben wir schon. Aber beim Angler geht der Torpor-Wert halt sehr schnell runter. Der war hier, ja, irgendwie auch hier so. Ne? Präzisere Angaben kann ich nie machen, weil ich nicht mehr weiß. Ich gucke einfach mal unten. Ich will halt auch nicht zu tief. Wie gesagt, wenn ich hier irgendwelche Quallen sehe oder so, dann bin ich mit dem Baryonyx sowieso weg. Weil ich halt keine Lust habe, mich abmounten und schocken zu lassen und in letzter Konsequenz dann töten zu lassen. Und die Quallen können auch ohne Probleme im Baryonyx halt töten, weil sie ihn eben stunnen. Da machst du nix. Oder war das hier vorne an der Kante? War das an der krassen Tiefseekante? Ich glaube ja mal nicht, oder? Dann kannst du aber den Angler... Ich meine, die verfolgen einen ja, die haben ja Aggro. Man kann sich auch beißen lassen, man darf halt nur nicht selber angreifen. Also wenn wir den jetzt finden sollten... Dann locken wir den einfach auch zur Base, weil dem Hai tut der auch nichts, wenn der... betäubt ist. Da schwimmt einer. Wenn du das bist, dann freue ich mir einen Ast. ...135, da hinten ist noch einer. Kriegen wir den ins... Holy crap. Da ist er. Dann will ich dich töten. Du bist ja auch ein Mail. Das heißt töten. Verscheuchen. Guck mal, der kommt schon. Ist das jetzt der 150er, der hinter mir hängt? Ja, nice, Junge! Beiß mich mal einmal. So.
Wir sehen gerade äußerst schlecht, weil es überirdisch neblig ist und aus unerfindlichen Gründen wird es unter Wasser auch neblig. Was halt irgendwie nicht so... Naja, reden wir nicht weiter drüber. Der gute alte Unterwassernebel, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Wird das tatsächlich eine zusammenhängende Folge? Siehst du, wenn man ein bisschen Vorarbeit leistet und schon so halbwegs weiß, weil man irgendwo auf dem Weg die Tierchen mal gesehen hat, so halbwegs weiß, wo die sind, Mensch, dann geht das einfach richtig schnell. Das ist toll. Ja, mit dem Hai, das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber meiner Meinung nach kein Beinbruch. Wenn wir ein richtig gutes Weibchen finden, nein! Ist dir das jetzt zu blöd? Bin ich zu weit weg? Hallo? 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 Ich habe vergessen, mich beißen zu lassen. Man sollte sich zwischendurch immer mal beißen lassen, damit die Tierchen denken, ha, ich kann dich haben, ich kann... Okay. Pass auf, du willst es nicht anders? Das ist jetzt aber richtig scheiße, wenn ich den hier tame. Wie viel Torpor hast du eigentlich? 8000. So wirklich locken kann ich ihn nicht, ne? Gerade. Doch, jetzt habe ich ihn wieder. Ich glaube, boah, kann dieser Nebel nicht einfach aufhören oder so? Würde ich schon... Fände ich jetzt schon nicht gerade schlecht. Guck mal, absteigen muss ich den Lümmel, dann kriege ich den auch. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht zwingend daran liegt, ob ich absteige oder nicht, sondern schlicht daran, dass er vielleicht einfach nicht weiter schwimmt. Weißt du, weil er seinen... Das, da bin ich mir zwar jetzt nicht sicher bei der Aussage, dass er quasi sein natürliches Habitat verlässt und dass er das nicht so cool findet. Hallo? Sechs Pfeile reichen halt auch im Leben nicht mehr für noch, was weiß ich, wie viel Torpor. Pass auf. Wir lassen den hier. Ich baue nochmal 100 Pfeile oder so. Oder 150, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass wir definitiv genug haben. Haltbarkeit von der Armbrust ist kein Problem. Ist eine relativ hochwertige. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich den Angler quasi betäubt habe. Oder wenn ich mittendrin bin, wenn ich kurz davor bin, wie auch immer. Ich hole euch auf jeden Fall gleich wieder ab. Und irgendwas ist bis dahin passiert. Wir sind mitten... drin im Angler-Taming. Und gucken mal. Hallo, das war ein Treffer. Ihr habt das Blut gesehen. Hallo? Speichert der Server vielleicht gerade? Offensichtlich. Hier sind echt auch nicht wirklich viele Bedrohungen.
Hallo? Hallo, hallo? Da. Bitte nicht zum Dunkeljahrsteher schwimmen. Ich habe jetzt keine Lust, dass der aggro wird. Ist auch nur ein 20er, den will ich auch noch nicht mal tamen oder so. Wo bist du denn? Hä? Ich schieße die ganze Zeit den Falschen an. Fail. Wo ist der 150er hin? Da hinten! Du alte Sau! Bist du das jetzt auch? Ich schieße die ganze Zeit. Oh shit, der ist fast tot. Oh shit. Das ist das Problem bei Anglern. Das geringe Leben. Geringes Leben gepaart mit einer gepaart mit einem Torpor-Wert, der relativ schnell abnimmt. Och Mann, ey, der Server geht mir gerade auf die Nerven. Jetzt ist hier wieder noch ein anderer am Start. Ist jetzt natürlich schlecht. Also, was heißt schlecht? Killen. Ist mir das gestattet? Ja, Gott, mit dem 150er, das wird jetzt natürlich... Ich guck mal, ob ich den wieder zumindest noch ein bisschen... kriegt der Baryon, kriegt Barbara nicht mal was zu futtern. Offensichtlich hat sie schon länger nichts mehr zu essen gekriegt. Obwohl sie... Alter... wo sie am Trog essen darf. Habe ich ihr erlaubt. Never ever. Ah, Freunde, Angler-Taming. Es ist immer wieder ein Spaß. Wenig Leben. Torpor geht schnell wieder runter. Das heißt, wenn man eine Zeit lang nicht draufballert, dann läuft man eben Gefahr, das bisschen Leben, was sie haben, auch komplett wegzufeuern. Das ist halt echt Kacke. Das ist halt echt Kacke. Folgendes. Ich muss sich den wieder erholen lassen. Das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Da unten. Ich guck mal, ob da unten vielleicht noch mehr rumschwimmen. Also noch mehr hochlevelige rumschwimmen. Dass da noch mehr rumschwimmen, sehe ich. Tatsächlich. Man glaubt es kaum. Aber hier ist eigentlich eine ziemlich geile Ecke, um die zu zähmen. Hier unten drin. Denn hier ist halt nichts Böses, zumindest gerade nicht. Du jetzt der 100, nee, du bist der 95er, ne? Bist du? 20? 20? Der 150er hat sich verkrümelt, oder was? Na gut. Wir sehen uns wieder. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz nach dem Hai. Kann sein, dass der aufgewacht ist mittlerweile. Oh, wir werden wahrscheinlich so... 10 bis 12 Level verlieren im Vergleich dazu, wenn wir ihn nicht noch getroffen hätten, nachdem er ohnmächtig war. Wie gesagt, sehe ich aber jetzt nicht als Beinbruch, ist es mir nicht wert, dann ihn aufwachen zu lassen und zu warten. Wir suchen uns noch ein halbwegs ordentliches Weibchen und dann züchten wir ein bisschen Megalodons, dann gibt es sowieso Werte Boost und wenn wir drauf sitzen, Boost und
Ich brauche die ja, das klingt jetzt wieder so böse, ich brauche die ja eigentlich nur als Bait beim Tuzuteutes-Zähmen. Ich weiß, ich bin fies. Sie sind auch so sehr, sehr gute Unterwassertiere. Wir drehen auf jeden Fall auch noch eine Runde mit dem Megalodon, wenn auch nicht wirklich in der Supertiefsee. Die sind halt auch nicht gerade langsam. Das heißt, eigentlich kann man mit ihnen schon echt gut was anfangen. Aber wie gesagt, da es für mich kein Tier ist, was ich hauptsächlich auch nutzen werde, so wie zum Beispiel beim Basilo, ist mir das jetzt tatsächlich nicht so super wichtig. Und ja, männliche Haie müssen immer Bruce heißen, da geht kein Weg dran vorbei. Und da ist er auch schon wach. Wir gucken mal, eigentlich wäre es ein 2,24er geworden oder ein 2,23er. Ich weiß nicht, wie es beim Hai und Matten ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass der mit Matten ein 2,24er geworden wäre. Und jetzt ein 2,14er. Also er hat jetzt das Level, als wäre er... als wäre er ein 140er. Ne, ein bisschen, ein 145er ungefähr. Ein 145er wäre 2,16, 2,17 geworden. Also so zwischen 140 und 145. Und die Ichthys finden das ganz toll. Dann müssen wir auch noch ein Gehege bauen, wa? Also erstmal können wir den hier mit reinpacken. Erst einmal können wir dich hier mit reinpacken. Kommen Sie? So. Hui. Gucken wir uns noch ganz schnell die Werte vom Hai an, bevor ich cutte. Er hat einen guten Schadenswert. Er hat, wow, 35 ist beeindruckend. Also wir bräuchten am besten einen, der ein bisschen mehr Gesundheit hat, einen weiblichen. Ich benenne den jetzt noch nicht, weil wird ja eh nur Zuchttier erstmal. Aber wir haben immerhin schon mal einen Verhalten. Kannst du hier drinnen mal, auf passiv bleiben. Und ich werde mich jetzt darum kümmern, einen Angler zu tamen. Ich überlege mir was. Entweder vielleicht fällt mir irgendwas ein. Erstmal bringe ich dann das Fleisch weg. Und ansonsten muss ich halt irgendwie so lang, muss ich mir einen mit vollem Leben suchen. Muss hoffen. Oh, falsche Base. Muss hoffen, dass ich ihn. Dass ich ihm so gut hinterher schwimmen kann. Und ihn so gut. Und so oft in kurzer Zeit treffen kann. Dass ich ihn tatsächlich down kriege. Das wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich die Barbara hier. Ist ja alles toll. Ich wollte eigentlich nur eben das Fleisch wegbringen, damit mir das nicht vergammelt. Ich meine, wir haben in der Dschungelbase noch was. Aber man muss ja mit seinen Ressourcen nicht so verschwenderisch umgehen, nicht wahr? Jetzt bringe ich noch die Barbara runter. Weil sie mit ihrer Schnauze in der Blase drin steht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen Anglerfisch am Schlüssel habe. Beziehungsweise wenn er... Ja, ich vermute, ich hole euch ab, wenn er aufwacht, tatsächlich. Ihr habt ja jetzt gesehen, es ist auch ein Facetame, er schwimmt halt weg. Und das Schwierige ist halt wirklich, ihn nicht zu lange nicht zu treffen. Und ihm irgendwann das bisschen Leben, was er hat... da springt ein Delfin. Das bisschen Leben, was er hat, runterzuhauen und ihn zu töten, anstatt ihn zu betäuben. Wir sehen uns gleich wieder, wenn Angler, und dann zeige ich euch mal, wie geil es ist, mit dem Anglerfisch Perlen zu farmen. Bis gleich. Freunde, das war mir zu doof. Es ist wie immer in Ark, alles ist einfacher mit einer Taming-Falle. Ich hätte, der 150er hat jetzt wieder, ich weiß nicht, ob es ein anderer ist. Ich habe bei dem anderen nicht auf die Werte geguckt, bei dem, den wir zuerst gejagt haben. Auf jeden Fall ist der wieder voll geheilt. Der hat 2300 Leben.
Bei 9000 Torpor. Ich verteile 261 Schaden mit einem Schuss und mache 58 Schaden. Das heißt, ich rechne das jetzt mal live mit euch aus. 9000 durch 261 ist 34,5. Also 35 Schüsse, theoretisch. 35 mal 58 Schaden sind 2030 Schaden. Das heißt, theoretisch, müsste das klappen. Praktisch werden wir es gleich sehen. Habe ich die Taucherflossen an? Brauche ich die Taucherflossen? Wo sind meine Taucherflossen? Da. Ich ziehe die mal an. Ich werde den jetzt runterhauen. Ich hoffe, dass es dieses Mal so läuft, dass ich ihn nicht töte. Oder nicht kurz davor bin, ihn zu töten, sondern tatsächlich wir das so hinkriegen, dass er nicht kurz vorm Krepieren ist. Oder dass er nicht Gefahr läuft, wirklich tatsächlich zu krepieren. Die Taming-Falle ist relativ easy. 6 Foundations, 2x3. Ein Tor, 6 Ceilings und dazwischen die üblichen Türrahmen, wie man das so kennt. Und da mache ich 1 Million Kreuze, wenn wir endlich den Angler haben. Junge. Die Viecher sind nämlich ein ganz schöner Krampf. Die Viecher sind ein ganz schöner Krampf. Okay, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe das jetzt beim ersten Mal. Wir sehen uns dann wieder, wenn er kurz vorm Aufwachen ist. Wenn ich ihm auch entsprechend Fleisch gegeben habe und wir dann hoffentlich endlich einen Angler haben. Bis gleich! So, da sind wir wieder. Er sollte jeden Moment aufwachen. Die hübschesten sind sie ja nicht, ne? Wenn man das mal so, also überall so Härchen. Naja, machst du nix. Sie tun aber, was sie sollen und sie sind gut. Sie sind gut zum Perlenfarmen. Er sollte jetzt gleich essen, wenn er auf 50 runter ist. Er hat ungefähr so 60 Narkosemittel gebraucht und von der Benommenheit her passt das Dicke. Wie gesagt, er muss noch einmal essen und 9 Matten bei meinen Einstellungen, also bei 5-fachen Taming-Einstellungen, braucht er 9 Hammelfleisch. Und dann drehen wir gleich eine Runde mit dem guten Dude. Und dann gucken wir mal, wie viel Perlen er farmt. Wir wissen ja, wir haben so ungefähr, wenn wir so eine Dings aufgehoben haben, ich kann es ja mal eben machen. Hier sind doch überall welche da oben. Können wir mal gucken. Hier ist echt nichts los. Hier fühle ich mich voll safe. So, 55. Sagen wir mal, wir haben auch schon weniger gekriegt. Sagen wir mal, wir kriegen im Schnitt so 50 Perlen. Raus. Jetzt pass gleich mal auf. Jetzt pass echt gleich mal auf. Das geht ab wie Schmidts Katze. Mit dem Hai drehen wir heute keine Runde mehr, aber keine Panik. Spätestens, wenn ich einen zweiten habe und spätestens, wenn ich züchte, drehen wir mit dem Hai auf jeden Fall noch eine Runde. Und da haben wir unseren Anglerfisch getamed. Ich will ihn nochmal ganz kurz auf passiv stellen. Und das Matten hat er schon weggeschnuckt. Siehst du mal, dann machen wir mal die Tür auf. Und dann geht's los. Die sind auch echt flink. Barbara, komm mit. Kommen Sie mit. Und dann geht's los jetzt. Pass auf. 140. 140. Ist das festgelegt? 142. Also ungefähr dreimal so viel. Aber was hat er für einen Gewichtswert? Der hat ja einen richtig guten 637. Das ist richtig ordentlich. Wir sind bei 41 Gewicht.
Und ich meine, wenn wir ihn zum Farmen von Perlen nutzen, ist natürlich das Gewicht auch wichtig. Yay, yay, es geht ab. Oh, habe ich verpasst. So, ich bin jetzt hier ein ganz klein bisschen rumgeschwommen. Wir schwimmen jetzt mal wieder Richtung Base, hier lang. Und da haben wir ja direkt in der Nähe, ich sammle jetzt hier unten mal nichts ein. Ausdauerwert sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also der Wert an sich mit 1000, aber der Verbrauch scheint auch recht passabel zu sein. Oder was heißt scheint, ist recht passabel. Ist halt irgendwie cool, wie wir hinten dran hängen. Aber ich bleib dabei, eine Schönheit sind sie noch nicht. Vor allem die beiden, die Augen, die so nah zusammenliegen, also quasi da, wo die Taschenlampe aus dem Kopf kommt, da sind im Endeffekt auch die Augen. Das sieht halt voll creepy aus. Die Viecher sind, na gut, es sind Tiefseefische. Die sind gruselig, die gibt es ja heute immer noch. Zwar wahrscheinlich nicht in der Größe wie ein Mensch, sondern alles ein bisschen kleiner und gediegener, aber nichtsdestotrotz existieren die so ähnlich immer noch. So, und wir haben jetzt hier oben auf diesem kleinen Vorsprung, hier zwischen quasi, hier, holy crap, this is Silica Pearl Paradise, my friends. Also wenn wir hier einmal satt Siliziumperlen abfarmen, da war ein Killer-Lag. Barbara, wo bist denn eigentlich? Ich fahre da auch immer dran vorbei an den Perlen, ne? Ich bin so schnell. Barbara, wo bist denn? Babsi? Wo machst du denn rum? Komm mal her. Komm mal mit hoch. Geht ja so nicht. Ja, der Baryonyx und das Auftauchen. Das ist so ein Kapitel für sich mit dem Tierchen. Aber der Babsi hat es geschafft und hat direkt ein Ichthyo mitgebracht. Jo, und wir können uns hier echt die Seele aus dem Leib farmen, was Perlen angeht. Das ist echt... Die Silizium... Perl-Farm-Bestie schlechthin. Sag mal, wiegen die eigentlich weniger im Angler? Das weiß ich gar nicht. 10? 10. Nö! Tun sie nicht. Macht aber auch nichts. Wie gesagt, ein voller Stack. Gut, ich habe auch eine Stack-Mod drin. Ihr müsst hier immer bedenken, ich habe dreifache Farm-Einstellungen. Das heißt, ihr müsst es durch drei teilen, dann habt ihr ungefähr die Anzahl von Perlen, die ihr kriegt. Wenn ihr Vanilla spielt, also mit Standardeinstellungen, mit Standard-Farm-Einstellungen. Ja, Kinder, und ich würde sagen, das kann sich für so ein paar Minütchen mal sehen lassen. Was level ich denn mal? Ich glaube, wir leveln den Nahkampfschaden, weil Gewicht scheint super ausreichend zu sein. Wir leveln mal Schaden, damit wir mehr Perlen bekommen. Nicht wahr? So läuft das ja hier. So läuft's. Okay, ihr habt einen Eindruck gekriegt. Ich denke, einen recht guten Eindruck, was der Angler so kann. Zähmen empfehle ich euch. Habt ihr während der Folge auch gesehen, dass es wie immer in Ark mit einem Zähmgehege halt einfach easy going ist. Easy peasy lemon squeezy. Und das Themengehege kostet jetzt auch nicht viel Ressourcen oder so, wie gesagt, 6 Foundations, 6 Ceilings, ein Tor und ein Torbogen und ich glaube 16, 3, 3, 2, 3 hin, 4 im Sinn, ja, 16 Türrahmen, alles in allem, kein großes Ding, nicht wahr? Oh. Dem Hai gebe ich jetzt trotzdem mal den Sattel, auch wenn wir mit ihm jetzt erstmal noch keine Runde drehen. Damit der aus meinem Inventar weg ist. Nicht wahr? Und wie gesagt, die Hai-Runde drehen wir auf jeden Fall noch, wenn die gezüchtet sind.
Bitte gehen Sie weg. Vergessen, ihn auf Entfolgen zu pfeifen. Ob ich den Angler züchte, weiß ich nicht. Ihr dürft natürlich wie immer gerne mit Namen aufwarten. Für einen männlichen Angler und über Haie, sowohl männlich als auch weiblich. Was haben wir eigentlich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hab die Folge über 2 Tage verteilt aufgenommen. Auch in Männle. Ja, ich gebe Ihnen erstmal keine Namen. Ich warte mal, was ihr da so schreibt, ob ihr was schreibt und Vorschläge macht. Und dann sind wir für heute fertig. Das freut mich. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.